Was bringt uns dieses große Finale? Was hat uns eh schon der Wettbewerb für Momente geliefert? Unglaublich viele Emotionen, viele umstrittene Szenen, sehr, sehr viel Dramatik. Und nun steht uns ja noch dieser ultimative Höhepunkt bevor. Na dann, Bühne frei und bitte. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Beide Mannschaften haben nur eins im Kopf. Sie wollen den Titel. Was muss das für ein Gefühl sein, da unten auf dem Rasen zu stehen? Eine absolute Gänsehautatmosphäre. Beide haben ihr Ding gemacht. Beide werden auch heute alles geben. Ich hoffe einfach, wir sehen zwei Mannschaften in absoluter Topform. Na klar, ich weiß, vom Kommentatorenplatz kann man das natürlich leicht sagen. Was erwartet uns wohl in diesem Finale? Sie sind im Finale. Das ist Etappenziel Nummer 1. Aber jetzt wollen Sie natürlich gewinnen. Ich bin sicher, wir erleben hier ein Superspiel. Der Ball geht zum Torhüter. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Beide Teams sorgen hier für eine Statistik der großen Tristesse. Kein einziger Torschuss auf einer der beiden Seiten. Gefahr vorerst gebannt. Einfach mal nach vorne gedroschen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er zieht in Richtung Tor. Er bringt ihn rein. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Der Torhüter haut ihn weit raus. Sucht seinen Mitspieler. Langer Abschlag vom Keeper. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Er geht zum Torhüter.
Super, öffnender Pass. Die Fahne bleibt unten. Ein flacher Ball. Einfach mal weggedroschen. Caramba, carajo, da ist ja noch mal alles richtig abgegangen hinten raus in diesem Finale. Die ersten 45 Minuten in diesem Finale sind um. Hansi, was hältst du von dieser Partie? Keine Tore bis zu diesem Zeitpunkt, aber das kann sich ja ändern in der zweiten Halbzeit. Und dann wird auch die Frage beantwortet, wer entscheidet dieses Finale für sich? 0:0 zur Pause. So richtig weit sind wir nicht gekommen mit Toren. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Sie waren lange im Ballbesitz. Allerdings war die Sache nicht besonders zielführend. Rüber nach rechts. Ein sehr kluger Pass. Weiter heißt es 0:0. Keines der beiden Teams kann sich so wirkliche Chancen erarbeiten. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Schau dir mal an, Hansi, wie viele da hinterm Ball stehen. Ja, aber so eine Dauerdefensive, die birgt natürlich auch gewisse Gefahren. Welche denn zum Beispiel? Naja, der Gegner kann natürlich, wenn er das erkennt, vermehrt mit Distanzschüssen arbeiten, weil jetzt vor dem Strafraum eine Menge Platz ist. Also das ist schon ein gewisses Risiko, dass du mit dieser extrem tiefen Staffelung eingehst. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Versucht die Gasse zu finden. Sucht die Lücke. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Das war knapp, aber er stand tatsächlich dahinter. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ist körperlich einfach unterlegen. Physisch enorm präsent. Langer Abschlag vom Keeper. Will ihn da durchstecken. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Tackling, aber alles regulär. Versucht die Gasse zu finden. Und gleich wieder zurück. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Versucht da durchzustecken. Und weg ist er. Ab auf die Flanke. Sucht die Lücke. Sucht seine Mitspieler. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten, Geduld bewahren und
Wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Minuten sind rum, aber es steht noch 0:0. Schönes Ding. Schön reingechippt. Und sie schlagen ihn raus. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er ist nicht im Offside. Schießt ihn aufs Tor. Es war die letzte Aktion vor dem Abpfiff. Mein lieber Mann, waren die vergangenen Minuten hier aufregend, aber es steht immer noch unentschieden. Bis jetzt war es ein aufregendes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Man darf gespannt sein, wer das entscheidende Tor schießt. Noch ist nichts entschieden. Es steht unentschieden. 90 Minuten sind vorbei und die Dramatik hier erreicht langsam aber sicher ihren Höhepunkt. Das Spiel läuft schon wieder. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Geld gibt. Sucht seinen Mitspieler. Da kommt jetzt der Schuss. Gut gehalten vom Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Kurze Ecke. Er den Ball kontrolliert. Gefährlich. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Der Schiedsrichter pfeift. Erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Beide Teams haben bislang alles gegeben. Es ging wirklich nur über den Kampf. Die Frage ist, wer hat jetzt noch die Kraft in den verbleibenden 15 Minuten, um das Tor zu machen? Los geht's. Nur 15 Minuten noch trennen beide Mannschaften vom Elfmeterschießen. Das wäre natürlich der absolute Showdown. Es geht über die rechte Seite. Er hat ihn einfach stehen lassen. Und er ist zur Stelle. Der Torhüter haut ihn weit raus. Konyaspor versucht es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und eins müssen sie langsam erkennen. Wenn die Pässe nicht ankommen, dann machen sie auch nicht das Tor. Einfach mal rausgedroschen. Versucht die Gasse zu finden. Sucht die Lücke. Der Ball kommt flach herein. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt.
Platz gegangen und werden jetzt bei der Siegerehrung zurecht gefeiert.